Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem Video, wo ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben werde, denn ich hatte euch schon vor etwas längerer Zeit auf meinem Discord-Server gefragt, ob ihr mir mal Aufgaben stellen könnt, mit denen ich hier in Star Stable shoppen gehen soll. Ich habe das Ganze schon bei anderen YouTubern gesehen, aber in Star Stable tatsächlich noch gar nicht, deswegen dachte ich mir, hey, das Ganze kann man doch hier auch mal machen. Und deswegen habe ich euch gefragt, falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, der Link ist unten in der Infobox. Und ihr habt mir wirklich sehr, sehr, sehr viele Aufgaben geschickt. Danke an alle von euch, die mir Aufgaben geschickt haben. Ich kann leider nicht alle mitverwenden, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viele waren. Aber vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir was geschickt hat. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los und gehen shoppen! Die erste Aufgabe ist von Little Leo und zwar, du gehst in den Globalshop und gehst bei T-Shirt auf die Farbe Lila. Und dann zählst du bis zum 7., dann so viel Reiten es hat, gehst du weiter nach unten. Oder wenn es keinen mehr gibt, fängst du von vorne an zu zählen. Okay, das hört sich doch mal interessant an. Ich hoffe, es ist was Schönes. So, ja, ihr seht, ich bin gerade schon mal auf Lila gegangen hier und bei Kleidung und Tops. Aber leider ist die Aufnahme abgebrochen. So, ich habe aber noch nicht gezählt, was das siebte lilane Oberteil ist. Deswegen zählen wir jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach du heilige Scheiße, okay. 3. Okay, 3. 1, 2, 3. Oh Gott. Oh Gott, okay. Okay, und ich muss von Starcoins bezahlen. Meine armen Starcoins. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu anziehen soll. Okay, ich kaufe es. Super. Ja, auch für die nächste Aufgabe müssen wir wieder in den Globalshop. Und zwar von der lieben Abby Evening Snake. Geh in den Globalshop und stelle die Farbe Grün ein. Dann gehst du auf die Pferdekategorie und klickst auf Sattel. Und dann nimmst du das achte von unten. Okay, Grün habe ich jetzt hier schon mal eingestellt. Dann Sattel und das achte von unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sowas Hässliches habe ich noch nie gesehen. Das kann ich wenigstens mit Jorvik-Schlingen kaufen. Oh mein Gott, was? Das würde ich nie im Leben anziehen, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, würde jemand von euch diesen Sattel anziehen? Für die nächste Aufgabe habe ich mich abholen lassen, denn die nächste Aufgabe ist von Paprika und wir brauchen den Transporter. Die Aufgabe lautet nämlich, geh zu dem nächsten Transporter, dann wählst du blind einen Ort aus, gehst zum nächsten Shop und kaufst das dritte Teil. Ich hoffe, es ist etwas, was ich jetzt noch nicht gekauft habe, also sprich kein Oberteil und kein Sattel. Okay, blind einen Ort auswählen. Bin ich jetzt schon auf einem Ort drauf? Ich mache einfach nochmal. Dann da. Ich kann nicht mehr mit Jorvik-Schlingen bezahlen. Oh mein Gott. Okay, ich mach schnell hier die täglichen Aufgaben. Bis gleich. So, jetzt habe ich 36 Jorvik-Schlinge. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. vielleicht wähle ich ja zufällig wieder denselben Ort aus. Okay, die vergessenen Felder. Das war übrigens gerade meine Uhr, falls ihr das gehört habt. Aber auf den vergessenen Feldern gibt es keinen Job, deswegen... Fort Pinta. Okay. Dann auf nach Fort Pinta. Mal gucken, welcher Shop da... ja, am nächsten dran. Ich hoffe, es ist nicht der Friseur. Ich würde mal sagen, es ist dieser hier und da kann man anscheinend Sattelzeug kaufen, nee, da kann man alles kaufen. Okay, das dritte Teil. Ah, Leute, ich sehe schon, das ja, wird ein sehr schönes Outfit. Und 17 Star Coins. Oh mein Gott. Ja, die nächste Aufgabe kommt von Heuhaufen und ja, in der Aufgabe steht, öffne den Global Chat. Chat.
und schreibe dort rein, was ist eure Lieblingsfarbe? Und in der meistgenannten Farbe musst du dann Sachen kaufen. Also öffnest du dann den Globalshop und filterst alle Kleidungsstücke in der Farbe. Scrollst bis nach unten und kaufst das Kleidungsstück. Okay, also erstmal reinschreiben, was ist eure Lieblingsfarbe? Ich hoffe, es antwortet überhaupt irgendjemand. Blau und schwarz, okay. Das sind aber leider zwei Farben. Muss ich mir jetzt eine aussuchen oder ich warte einfach, bis noch jemand antwortet? Schwarz. Okay, damit schwarz. Ja, dann muss ich mir jetzt irgendwas Schwarzes kaufen. So, Kleidung, schwarz und bis nach unten. Ich nehme einfach mal alles. So. Das letzte Kleidungsstück, das sind Handschuhe, die ja sehr schick aussehen. Sie sind halt schwarz. Und 9 Starcoins kaufen. Oh mein Gott, wie viele Starcoins habe ich denn jetzt noch? Gott! Und ich habe eine Freundeseinladung. Und eigentlich war es doch ganz gut, dass wir hier in Fort Pinter gelandet sind. Denn die nächste Aufgabe, oder? Oder... Naja, auf jeden Fall die nächste Aufgabe erstmal ist von Cora Ponycage. Und zwar, nimm die 15. Satteltasche von links und die 11. von rechts, dann schau sie dir beide an und kaufe die, die mehr bunt ist. Ich glaube, es gab hier mal einen Shop mit Satteltaschen. Ja, okay, hier sind auf jeden Fall Satteltaschen. Das sind aber keine 15 Satteltaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh doch, sind sogar mehr als 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, die habe ich aber schon, die kaufe ich jetzt nicht nochmal. Okay, dann gucken wir hier mal. Und zwar die 15. Satteltasche von links. Links geht schlecht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 und die 11. von rechts, das heißt von unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und jetzt die, die mehr bunt ist. Welche von beiden ist denn mehr bunt? Ich glaube die lilane, oder? Und dann hole ich mir jetzt die lilane. Da habe ich eine schöne lilane Satteltasche für 50 Starcoins. Bringt mir auch voll viel, weil ich ja so oft Satteltaschen trage. Und für die letzte Aufgabe von Paulina Pausenbrot müssen wir wieder in den Global Shop. Und zwar hat sie geschrieben, du kaufst das 5. weiße Shirt, die 3. schwarze Hose, die 8. weißen Schuhe, die 2. weiße oder schwarze Kopfbedeckung, die 10. schwarze Trense, die 3. schwarze oder den 3. schwarzen Sattel, die 9. weiße Decke und die 1. weißen Gamaschen. Oh mein Gott. Okay, also erstmal einen Oberteil haben wir schon, deswegen werde ich kein Oberteil kaufen. Ich gucke jetzt mal nach Hosen oder Röcken und zwar die 3. schwarze Hose. Es ist aber nicht schwarz hier. Gott, da muss ich richtig viel Geld ausgeben. Okay, es ist halt eine Hose, dann kaufe ich mal das. So. Die 2. weiße Kopfbedeckung. Nee, wo ist denn Kopfbedeckung überhaupt hier? 2. weiße oder... Oh mein Gott. Leute, warum? Warum meine schwarze Haimütze? Das war jetzt mein neues Lieblingsaccessoire. 10. schwarze Trense. Die sind aber alle nicht schwarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott. Okay, das geht noch, aber ich mag so Western-Zeugs nicht. Dann den Sattel haben wir schon. Die 9. weiße Decke. Hier ist Decke. Decken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, Leute, die kaufe ich mir nicht. Die habe ich schon. Und die 1. weißen Gamaschen. Ja. Also. Ich hatte vorher noch keine
wirklich guten weißen Gamaschen, also ist das noch nicht mal wirklich ein Fehlkauf, ne? Ja, dann ziehe ich jetzt gleich mal mein Outfit an, was ich jetzt gerade so schön gekauft habe. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich ja schon auf diese Haimütze. Wunderschön, Leute, wunderschön. Also ich sag's mal so, ohne diesen grünen Sattel, ja, ohne diesen grünen Sattel wäre es noch okay gewesen. Dann hätten wir weiße Gamaschen, hell lilanes Oberteil, lilane Satteltasche. Gut, die weiße Decke ist ja eigentlich die ich hätte sowieso kaufen müssen. Und ja, schwarze Hose, weiße Schuhe, hätte alles super gepasst. Und dann kommt dieser grüne Sattel und zerstört einfach alles. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem wunderschönen Outfit in die Kommentare. Ein paar Sachen werde ich auf jeden Fall wiederverwenden. Den Sattel habe ich sowieso nur mit Jorvik-Schlingen gekauft. Den werde ich wahrscheinlich gleich wieder verkaufen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, Leute.